Yo, Freunde, na? Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Battle of Z. Wir sind hier wieder in der Freezer-Saga, aber diesmal aus der Sicht der Bösen, wobei Son Goku als Naruto-Eremiten-Modus-Kostüm auch ein Böser ist. Starten wir einfach die Mission. Ja, die anderen Typen können wir schon als Partner verstärken, das ist ganz geil. Und ja, ich bin mal schon mal gespannt, was jetzt hier passieren wird in der Freezer-Saga aus Sicht der Bösen. Macht der Wiederbelebung. So, unsere Leute kennen wir ja. Was hier? Kakarot. Strange Beans? Strange Beans? Nein. Macht der Wiederbelebung. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jeden doppelt killen. Der arme Krillin. Aber das ist mir egal. Kommt doch so oft vom Tod wieder, wie ihr wollt. Erstmal killen wir Gohan. Denn das ist der kleine böse Typ, ne? Der kleine High-Asset. So, zack. Mach ich den jetzt. Bam. Na, normal. So. Zack. Immer schon rufballern. So, Kid Gohan ist schon mal tot, ne? Aber er belebt sich jetzt wieder. Oder auch nicht. Moment mal, was war das? Was soll das denn jetzt? So. Weitere Gegner, ja, klar. Ist klar. Ja, Jagd. Bam. Das war ja eine tolle Jagd. Zack. So, Krillin ist auch tot fürs Erste. Greifen wir mal Son Goku an. Na komm her, Son Goku. Bam, bam, bam. Und weggekickt. So, bist du tot? Ja, ist er. So, Vegeta, komm her. Was? Mach mal weitere Gegner. Na toll. Zack. Ja, Vegeta voll festhalten. So, was ist denn hier jetzt los? Bam, bam, bam. Ja, schön den Kid Gohan verkloppen. Schön seinen eigenen Sohn verprügeln. Bam, bam, bam. So, Kid Gohan ist tot. Oh, Vegeta macht richtig Stress hier. Merkt ihr das auch, Leute? Vegeta macht voll Stress. So, Krillin, der hat gleich keine Chance mehr. Wie Jesus ist tot? Oh, scheiße. Jesus, tut mir jetzt echt leid für dich. Attacke! Ich bin halt leider kein Heiler, ne? Deswegen kann ich jetzt nicht großartig helfen. Oh, wobei es gerade ein bisschen eng für mich aussieht. Scheiße! Attacke! Ja, Jagd! Ah, es klappt doch noch, gut. Holt irgendjemand anders bitte ran? Ja! Okay, das war wohl irgendwie doch nicht so viel, oder was? Bam! Krillin stirbt, ist tot. So, und Vegeta, der will auch sterben, habe ich gehört. Bam! Was war das denn? Na klar, ich bin... Jeez, bitte komm her! Jeez, da bist du! Jeez, Jeez! Jeez, Jeez! No, das war jetzt super toll. Zack, immer schon Goku kloppen. Yeah, yeah, yeah. Und Smash. So, gleich habe ich ihn. Bam, bam, bam. Oh nein, ouch. Die, Goku, die. So, Goku ist tot. Kommen wir zu Krillin. Zack. Yeah. So, Krillin lebt aber immer noch. Und wir müssen ihn natürlich töten, ne? Deswegen versuche ich jetzt alles, um Krillin zu zerbashen. Zack. Au! Alter. Kid Gohan, du alle Sau. Du komm hier nur her. Bam. Tschüss. Aber es ist cool, macht der Kampf hier irgendwie. Macht Spaß. Vor allem mit Son Goku als Super Saiyan. Beziehungsweise mit Son Goku als, mit Son Goku als Naruto-Form. Das ist so dumm irgendwie, aber auch irgendwie voll cool. Ja, Attacke! Mann, aber irgendwie ist der Son Goku gerade nicht so stark. Macht gerade nicht so viel Spaß. Attacke, bam, bam, bam!
Aber Guldo ist auch cool, der ist echt ein praktischer Geselle hier, muss ich sagen. So, haben wir wieder gewonnen. Das ist geil. Aber es macht auch so viel Spaß. Es ist ja wirklich so, Dragon Ball Z-Spiele sind ja von der Story her immer dasselbe, aber es ist einfach geil. Dragon Ball Z-Spiele machen immer wieder so viel Spaß. Ist total cool. Finde ich einfach geil. Und dann 67 verschiedene Kämpfer, da kriegt man schon ordentlich Bock drauf, muss ich sagen. Eigentlich total geil. So, nur A-Rang, ja, toll. Und ich steig zwei Ränge auf, meine Kumpels steigen auch alle Ränge auf. Oh, weil ich wegen A-Rang nur so wenig. Freezer, zweite Form freischalten, das ist doch schön. Und wieder hat neue zur Premium-Sammlung frei hinzugekommen, das ist auch interessant. Müssen wir auch noch alles angucken. Aber am wichtigsten ist, glaube ich, dass wir jetzt erstmal weitermachen. Ja, Mission 19 gegen Son Goku, Krillin, Vegeta und Fragezeichen. Wer mag das nur sein? Aber ich nehme jetzt nicht Son Goku, weil der ist doof. Anpassen. Autoanpassung. Das hat's bei Kakeranti gerade. So. Zack. So kann das ruhig sein. Und jetzt nehme ich als Kämpfer, nehme ich jetzt den Freezer. Und hier nehme ich einfach den Freezer. So, und hier machen wir dann... Oh, der Gelbe ist cool. Ja, machen wir einfach so. Ne? Ist ja cool. So, starten wir den Kampf. Bin mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Ob die, also, wiederbeleben werden die sich, denke ich mal, nicht alle. Ginyu wird mächtiger, wenn G's und die anderen Untergebenen dabei sind. Cool. Der Super Saiyajin, nein! Das heißt, Son Goku will einen auf Super Saiyajin machen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Voll die Obermacker stehen da so rum und sind voll cool. Da ist Son Goku! Cooler Typ. Vor allem wie Vegeta guckt, Alter, voll so. Wait, could he be a Super Saiyan? Guys, na gut, Son Goku, mal sehen, ob du wirklich eine Chance gegen mich hast. Ich kümmere mich erstmal um Vegeta. Wobei, nee, das ist eigentlich nicht so schlau. Erstmal durch Krillin übernehmen. Also ich merke gerade, Freezer ist schnell. Also er ist wirklich schnell, macht Spaß. Macht echt Spaß mit Freezer, ist cool. So, warte mal. Hier haben wir, okay, dieses Festhalte-Ding. Und hier haben wir, okay, diesen Strahl. Muss mir merken, rechts festhalten, links Angriff. Mal gucken. Bam, ja, das war jetzt doof, hab jetzt nicht getroffen. Autsch, ich bin gleich tot, na klar. Au. Jeez, bitte komm her. Bitte, jeez. Ah ja, wisst ihr was, ich habe ja voll vergessen. Nee. Aufgeben. Ich habe voll was vergessen, Leute. So ein Scheiß. Denn ich habe ja... Genau, anpassen. So, und dann gehen wir ihm einfach mal Autoanpassung. Das Stärkste, was geht, so. Ja. So, und jetzt ist auch Freezer stark. Und dann, zack, machen wir das hier. Und dann machen wir Chi-Chi. Nicht Chi-Chi. So, hier Chi-Chi. So. Hier. Ach so, Objekte, ja gut. Ja, bestätigen können wir halt so machen. Nehmen wir wieder den normalen Freezer, der ist. Oder, ach, keine Ahnung, was ist denn jetzt los? So. Genau, nehmen wir lieber den normalen, weil das hat irgendwie so was Cooleres, Echteres an sich. Ja, ich bin mal ein bisschen gespannt, was danach kommt, weil wenn sich Son Goku jetzt schon verwandeln soll in Super Saiyan, was kommt dann danach? Ich bin auf jeden Fall gewillt, es herauszufinden, Freunde. Attacke! So, Vegeta. Bam! Naja, ist jetzt nicht so die Welt, der Schaden, den ich da angerichtet habe. Wo ist jetzt Krillin? Da ist Krillin. Ich will zu Krillin, unbedingt. Bam, bam, bam. Son Goku soll mich schön in Ruhe lassen.
Ich will einfach nur Krillin verprügeln. Yeah, so ein Kombinationsangriff, das ist geil. So macht das Spaß. So macht das Spaß. Bam, und wieder eine Jagd. Los, Freunde, killt ihn. Okay, das mit dem Killen war wohl nichts. Machen wir halt mal den hier. Bam! Hahaha, jetzt hab ich dich. Du kleiner Colin, du. Tot. So, jetzt brauche ich Vegeta. Was, weitere Gegner? Kid Gohan. Dann muss ich Kid Gohan zuerst besiegen, denn der ist ein Heiler. Ach, wie geil. Voll Freezers Face gerade so richtig happy. Auf ein Tod! Krillin! Nein, der arme Krillin. Na toll! So, hauen wir mal den kleinen Gohan weg. Okay, Gohan ist tot, sehr schön. Oh Mann, der olle Son Goku, der verfolgt mich hier die ganze Zeit, der nervt. Na klar, Piccolo ist auch noch mit voller Partie, ich glaube auch. No, Piccolo killt mich. Jeez, komm bitte ran hier. Jeez. Jeez! Ich hasse dich. Nee, aber... Das finde ich ja, war bei Dragon Ball Z Burst Limit so ultra geil dargestellt, wie einfach Krillin dann stirbt und Son Goku total ausrastet und zum Super Saiyan wird. Also ich muss sagen, bei Burst Limit, da waren die Szenen und alles sowieso am echt am geilsten gemacht. Also, großes Lob an die Entwickler. Ein bisschen spät, aber ich will's. So, Piccolo, ich habe gehört, du willst jetzt ein bisschen rumfliegen? Nee, willst du nicht. Toll. Bam, bam, bam. So, Piccolo, jetzt willst du fliegen. Ja. Out, Son Goku. Da fummelt der mir hier echt in meine Sachen drin. Mann, Son Goku, lass mir in Ruhe. Lass mir in Ruhe, ich will nicht mit dir spielen. Mann, Alter. Dieser verfickte Son Goku, ey. Der geht richtig auf den Sack. Der ist ultra overpowered. Warum ist denn Son Goku so overpowered, bitteschön? Jetzt lass mich erstmal Piccolo in Ruhe killen. Die, Piccolo, die! Okay, Piccolo ist tot. Jetzt sind nur noch Vegeta und Son Goku, ja. Und sobald Vegeta tot ist, hat Son Goku absolut keine Chance mehr, weil ich dann auch nicht mehr abgelenkt bin. Aber es muss halt sein, dass Vegeta stirbt, denn ich wette, ich krieg dann nochmal einen Spezialbonus, auch wenn der mir jetzt nichts mehr bringt, weil ich schon gestorben bin. Naja, egal. Bam, festgehalten. Zack. Was war das denn? So. Son Goku, was machst du denn schon wieder hier? Nein. So, Son Goku. Du siehst, deine Kumpels sind alle tot. Jetzt wirst du sterben. Los, Freunde, Attacke. Ja. Und der nächste. Und noch einer. Oder auch nicht. Dann kommt jetzt mein Todesball. Boah, das macht Schaden, ey. Geile Scheiße. Ah, ich sehe gerade, wenn ich LT drücke und diesen Todesstrahl mache, dann, dann ist je länger ich gedrückt halte, desto mehr Strahlen kommen. Auch cool. Yeah! Son Goku ist tot. Ich hab gesiegt, Leute, ich hab gesiegt! Und 180.000 Spezialbonus, Alter. Bestimmt, weil ich all seine Kumpels besiegt habe. Ja, also dann muss ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Denn ich bin so scheiße gestorben. Also, nee, das wird genau. Das wird nicht gut sein, nee. Nochmal einen Schluck getrunken und jetzt wieder Genki-Anfrage. Genki Energy! Badam 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 badam. Schaffe ich es noch? Na klar. Krieg ja schön 1000 PP. 1000 Premium-Punkte. 1000. Ja, fast 1300. Na klar, guck mal, die Zeit war abgelaufen. Da sind nicht mehr alle losgeflogen. Scheiße. So zum Haare ausreißen. S-Rang. Immerhin gibt es 3 Karten. So, zack. Ja, sieht doch gut aus. Und. Was ist denn das? Und Freezer dritte Form freigeschalten. Neue Objekte zur Premium-Sammlung. Das ist gut.
Aber was hat das für ein Bild auf der Karte? Ist ja... ist ja wieder komisch. Da würde mich mal interessieren. Objektsammlung? Nein, warte. Das war falsch, ne? Ja. Premium-Sammlung, lass mal gucken. Boah, cool. Stärke von Nahkampf- und Ki-Explosion erhöht sich, wenn dein Partner K.O. geht. Das ist auch ganz cool. Frische Senso-Bohne sorgt nach K.O. für Wiederbelebung mit kompletten TP und FP. Das ist ja geil. Das kostet ja nur voll wenig. Das ist ja cool. Ne, und dann wollte ich noch gucken. Objektsammlung. Ne, Kartensammlung. Das hier. Tiefe Freundschaft. Der Partnerrang steigt schnell auf. Ja. Das ist es also. Ja, dann Mission auswählen. Nehmen wir die hier. Gegen Super Saiyan Son Goku. Und Freezer finale Form kriegt dann durch Anpassen. Du rüstest dann statt Chi-Chi, kriegst du dann tiefe Freundschaft. Was natürlich auch super geil ist, ne? So, Freunde, starten wir jetzt gegen Super Saiyan Son Goku. Das wird interessant. Bin schon gespannt. Der Kampf kann ja nicht einfach eine Minute dauern, ne? Also ich denke mal, die Programmierer haben sich da ordentlich was einfallen lassen. Der furiose Son Goku. Da bin ich mal gespannt, ob der wirklich so furios ist. So, das ist unser Team wieder. Da ist der Feind. Ja. Zeigt er mir erstmal einen Vogel, der olle Arsch. Boah! Voll Headshot. Ey, Son Goku, hab nicht so eine große Fresse, ich mach dich fertig. Ist das also so? Na gut. Dann kämpfen wir jetzt gegen Son Goku, den Super Saiyajin. Autsch! Ja, also der macht schon ein bisschen Damage. Au, Alter, ist er stark! Der ist viel zu stark, ey! Geh weg, geh weg, geh weg! Und ich bin tot! Tschüss, bitte komm her, bitte tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss! Jetzt komm mal ran hier! Ach, danke! Danke! So, jetzt aber Attacke! Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Aber er ist gerade abgelenkt von Guldo. Kann ich ihm jetzt auch hier mal ein bisschen hier... Ah, toll, das war ja wieder ja nichts. Autsch! Autsch, autsch, autsch! Jeez! Jeez! Danke, Jeez! Durch die Wiederbelebung gibt es ja auch hier Punkte. Au! Und schon wieder tot! Alter! Ist der Typ krank! Und diesmal kam Jeez nicht. Dann musst du dich hier in deinem scheiß Loch verstecken, du scheiß Son Goku? Jetzt da rein! Los, Freunde, Attacke! Los! Ja, noch einer, noch einer! Ja! So, der soll jetzt mal hier... Ja, so kann ich ihm ein bisschen Schaden zufügen. So, Freunde, bitte jagt ihn weiter. Oh Mann, so viel zum Jagen. Attacke! Nein, nicht mich, nicht I kill you machen. So, Goku! Haha, das war cool. Ihr blockt und ihr wartet, bis er kommt und dann erstmal schön eins ausgewischt. So, los, Freunde, genau das wollen wir. Ja, der nächste bitte. Oder auch nicht, dann machen wir den hier. Na, oh, er weicht einfach aus, das gibt's noch nicht. Na, aber dann können wir den hier machen, so. Los, komm, einer noch. Ja, und los, komm, der letzte, der letzte. Mann, ich brauche Ki. Ich brauche doch Ki. Autsch, autsch, autsch. Ja, jagt. Ich hab doch grad. Autsch, ich sterb doch schon wieder. Nein! No! Jeez! Jeez, bitte komm her! Jeez, komm her, Mann! Danke. So. Alter, das hat eine Scheiße mit dem Son Goku, ey. Bam!
Jetzt aber! Los, von der Jagd, ich jag dir doch mal! Oh Mann! Ich bin schon wieder tot! Tschüss! Mach doch mal hin, ey! Hasse dich! Mann! Ich hatte gerade volle Key, ey! Stell euch nur vor, ich hätte. Oh Mann! Mann, Mann, Mann! Jetzt hab ich dich! Kann ich eine doppelte Jagd machen oder was soll das heißen? Nochmal hier Jagd, zack! Nee, jetzt nicht. Echt merkwürdig. Jetzt zack! Bam, bam, bam! Stirb! Oh, das war geil, aber hat nicht wirklich viel Schaden gemacht. So, die! Oh ja, jetzt ist geil. Jetzt sind wir alle richtig aufgeboostet. Wir müssen jetzt nicht mal wegkloppen. Alter, und bam! Max Kette. Und jetzt treffe ich dich aber mal richtig. Alter! Ja! Er ist schon fast tot! Los, komm schon! Komm schon! Ja! Habe ich ihn erwischt. Schön. So macht das Spaß. Ich bin Freezer, ich bin der Geilste. Ach ja, schön. Aber ey, der war stark, der war richtig stark. Muss ich zugeben, der war. Also, Mann, holla die Waldfee. So. Nur A-Rang, scheiße. Ich bin die Nummer 1 im Universum, ja. Erstmal, Ding gekriegt. Ja, eine 35er, geil. Und eine Ära-Mission. Aber ist natürlich schade, dass ich jetzt nur zwei Karten gekriegt habe, wegen dem Aram. Das ist traurig. Vorher ist überhaupt nicht so traurig. Aber auf jeden Fall, guckt mal, wir haben jetzt immerhin schon, falsch. Wir haben jetzt immerhin schon mal eine 35er haben wir hier. Das ist doch schon krass. Ich denke mal, geht noch hier 40, 45, 50 und dann 100. So ist das sicher. Und hier kommen noch eine Menge andere coole Karten. Ja. So, Mission. Hier, das haben wir jetzt freischalten. Gegen Bardock. Oh, geil. Hier schalten wir dann bestimmt Bardock frei. Ja, andere Ära. Ja, Aber schon krass, wie weit wir sind, ne? Sind jetzt bei Mission 21 angekommen. Oh, wir kämpfen gegen Trunks. Das ist ja interessant. Ja, Nehmen wir schon mal die Mission. Mit wem können wir kämpfen? Wie, hä? Ich muss mit Son Goku und Co. muss ich... Okay. Nee, warte mal. Ich nehme mal den Son Goku, weil der schon... Nee, warte. Ich nehme Vegeta. Dann nehme ich hier nämlich den Son Goku, weil er nur Partnerrang 2 hat. Nehme ich den Son Goku, weil er Partnerrang 8 hat. Dann habe ich nicht noch irgendeinen Heiler, der... Nehmen wir Yamchu, der will auch noch leveln. Ne? So, dann passen wir noch schnell Vegeta an. Und, aus Gott lernen. Und sobald das geschafft ist, können wir auch den Part schön beruhigt beenden. Alles ist erledigt, was erledigt werden sollte. Oh, voll krass hier, 35-30. Ja, geil. Und hier nehmen wir dann tiefe Freundschaft. Und wieder Erfahrungspunkte. Da wäre ich dafür. So, bestätigen. Schön. Ja, Freunde, dann bedanke ich mich recht herzlich für den schönen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dass ihr Spaß hattet und so weiter. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn die Cyborg-Saga beginnt. Ich bin schon gespannt. Also dann, Freunde, tschüss, Mann.